Das reicht mal. So. Das ist meine Diät. Ich habe überall Fragezeichen. Was für eine Diät denn? Ich bin auf super Diät. Aber ich habe es natürlich vor 2 Tagen... Oh, das finde ich gut. Ich habe sie vor 2 Tagen total kaputt gemacht. Vermeiden Sie sofern wie möglich Genussgifte, also Nikotin und Alkohol. Ja, danke schön. Das geht überhaupt nicht. Denk da nicht dran. Ich gehe da nicht in den Rom aus und trinke keinen Rom. Nein, du darfst ein Rotweinglas vorher trinken. Dann, während du isst, darfst du nichts trinken. Und dann darfst du 2 Gläser Rotwein trinken. Ah ja, und dann steht hier noch... Lese nicht das Negative. Nein, nein. Think positive, ja. Says here. Das, auch das Lustige ist, achten Sie auf genügend Flüssigkeitszufuhr. Da guckst du ja schon, gell? Was? Auf genügend Flüssigkeitszufuhr. Weil ich trinke immer eine Flasche Weißwein, Mineralwasser pro Nacht. Tagsüber nicht. Gut. Ich schlafe nicht, aber... Ich habe an einer Retrospektive, wo seine Filme gezeigt wurden. Er macht Filme. Er macht auch Filme, ja. Sehr schöne, wunderschöne Filme. Der hat auf der Straße gemalt. Ach, das ist... Von Kempinski Hotel. Die Kreide. Ich ging aus dem Hotel raus. Was ist das? Natürlich erst um 3 oder 4. Dann habe ich gefragt, wie heißt er da? Und eine Ausstellung gehabt in Kempinski Hotel. In der Bar. Ich habe Sachen angeschaut und habe die Sonne gekauft. Sehr schön. Das hängt bei Ihnen auch in der Wohnung? Ja, ja. Ich finde das Buch ja toll. Pass auf, es hat man hatte das Gefühl, ihre Stimme zu hören beim Lesen. Also weil es so wie gesprochen. Es hat eine Frau geschrieben. Naja, aber Sie haben es auf Tonband aufgenommen, denke ich, oder? Es hat eine Frau geschrieben. Es ist sehr feminin, finde ich. Da sind große Schwächen drin. Aber Sie haben doch sehr viel auf Tonband aufgenommen. Also sie hat wahrscheinlich... Sie hat über 100 oder 20 Kassetten gehabt. Genau, und da hat sie dann einfach den Ton richtig getroffen. Sie ist eine Preußin, du, oder? Das Buch hat sehr viel Geld gekostet, weil ich habe das Buch geschrieben, da in der Nähe von Stuttgart, also ein Badeort oder sowas. Ich muss mich richtig konzentrieren. Dann kam sie nach Rom. Natürlich, in Rom kann ich mich nicht konzentrieren. Ich habe mein eigenes Privatleben. Ich kann nicht keine Interviews machen um 10 Uhr früh. Du kannst mich. Und da war sie gerade auf Diät. Also keine Spaghetti, nur... Da war sie wahrscheinlich nicht so gut gelaunt. Das glaube ich. Hat im Hilden gewohnt und dann die Start. Also weg hier. Ich möchte immer was Neues. Stuttgart gehen Sie. Darf ich nicht. Dürfen Doch. Sie nicht? Nein, ich habe keinen deutschen Pass. Ah, das macht nichts. Und ich habe das Wiese, dreht auch. Ja, Tag, es dreht. Es dreht doch. Sollen wir wiederholen? Okay, India wie viel? 23. Geht's India 23. Drehe? Ja, das ist Schippe neu. Ihn, nicht mich. Ja, ich drehe. Schippe ist neu mit... Nein, ich habe kein Wiese für Deutschland, für Ostdeutschland. Aha. Für Stuttgart. Stuttgart ist aber nicht Ostdeutschland. Nein, deswegen will ich ja... Nach Deutschland. Ja, okay. Aber kommen Sie mir mit. Der Herr Dieter sagt, man braucht den Visa jetzt momentan. Ja, das könnte noch sein. Er braucht den Visa, glaube ich. Ja. Leider. Du kommst noch mit, oder? Ja, ich komme mit. Ich muss ja schauen, dass wir ihn nicht nach Barcelona verfrachten. Ja, du bist ja lustig. Ich muss ja auf meinen Gürtel schauen und die Leier. Ja? Ich muss jetzt da nach vorne kommen. Für den Herr Berger. Ich habe keine Bonbon. Ja, ich muss ja die schicke Sachen machen. Du kannst dich nur ein ganzes Jahr einen. Tschüss. Dankeschön. Meine Kerl.